Das ist nochmal richtig, richtig laut, bitte. Neuer und alter deutscher Meister, Max Weißkirchen. Max, das ist wieder unten gerade nicht. Zunächst mal, Lars, der war richtig, richtig gut heute, oder? Ja. War ein krasses Spiel, ich auf jeden Fall komplett K.O. Ich weiß nicht, wie ich das nächste Spiel will, aber ich versuche es mir alles zu machen. Kann er ruhig mal einen Applaus kriegen, jetzt macht das Spiel so. Du hast schon die letzten Tage geschützt, da haben wir den Marathon angekriegt, freies zu dienen, wenn man sich das freiwillig aussucht. Dann macht man das freiwillig. Gestern hast du ja ein Disziplin, Anführungsstrichen, nach einem tollen Spiel streichen müssen. Heute einzeln, ich weiß in der Pressekonferenz von Rollers, dass dieser Titel, der bedeutet mir ganz, ganz viel. Im ersten Satz, die Experten, die ja überall sind, haben so gesagt, naja, vielleicht geht er ein bisschen langsam an. Hast du da schon gemerkt, wie es mit dem Körper steht, oder war es so taktisch? Ja, ich habe auf jeden Fall mehr aus der Abwehr gespielt. Also was eigentlich spiele ich eher im Angriff und bin auch der andere Spieler. Aber das kostet mich zu viel Power. Und so wie nach dem ersten Satz mehr aus der Abwehr gespielt, mehr Kontrolle gespielt einfach. Und ja. Hat gut geklappt im ersten Satz. Im zweiten, da hast du dann irgendwann gesagt, boah, ich kriege dich nicht mehr, oder? Ja, da hast du das Tempo angezogen, hat dann schneller gespielt, ist schneller gelaufen. Und ja, dann war von 6 Punkte weg und habe ich gedacht, nein. Gibt es schon alles und das hat gut geklappt. Er kann happy sein. Gib ihm schon mal nochmal einen Applaus. Dann im dritten Satz, liegt ja eigentlich, denke ich, hier ganz gut. Hast du auch immer schon versucht, meinen Aufschlag in extrem unter Druck zu setzen. War auch so dein Plan, gleich zu zeigen, so, ich gebe es erst mal ab. Ja, auf jeden Fall. Da ich wieder ein bisschen angeschlagen war und ich war auch noch kaputt als er, musste ich versuchen, schnell Punkte irgendwie aus der Bahn. Und ja, so ist dann auch geschafft. Meine Damen und Herren, er hat sich überhaupt nichts ergaunert. Er hat sich seinen Titel hier wieder mitgenommen. Wir werden ihn nachher noch im Weg sehen. Euren Riesenapplaus bitte für den Marathonmann 2020, Max Weißkirchen.